Moin Leute, willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Bekumbo. Wir zocken weiter Metro Exodus, die Tiger. Aufgrund der Spaltung der Einheimischen konnte Alyosha aus ihrem Lager entkommen. Er will am Damm auf mich warten. Um dahin zu kommen, muss ich aber einen radioaktiv verseuchten Sumpf voller mutierter Lebewesen durchqueren. Das Leben in diesem Tal ist weit vom idyllischen Bild entfernt, das ich mir ausgemalt habe. Genau, und da sind wir hier beim letzten Mal hier stehen geblieben. Das wisst ihr noch ganz genau. Da habe ich schon nämlich gesagt, bevor ich jetzt hier weitermache, weiter zum Dorf gehe, werde ich hier abspeichern. Und genau an dieser Stelle sind wir jetzt auch. Und zwar, wir müssen jetzt quasi irgendwie ein Boot bekommen, um diesen Sumpf zu überqueren. Ja, das hat uns ja auch schon diese Frau da gesagt, da am Kirchturm. Ich habe jetzt den Namen auch nicht mehr im Kopf. Gut, wir nähern uns jetzt mal einfach... Ich versuche jetzt, ich wechsle mal hier runter auf diese Waffe. Vielleicht besser ist, lasse die Taschenlampe lieber mal aus. Was haben wir denn hier liegen? Alter, was ist denn das hier, ey? Also, ihr könnt ja sehen, hier alles nicht normal ist. Auf jeden Fall ist dieser Sumpf verseucht. Geht ja wohl eh kein Weg dran vorbei wie hier. Und ich näher mich hier ganz vorsichtig. Ich habe keine Ahnung, was hier auf mich wartet und ob es hier oben noch Leute gibt. Da oben, das sieht so aus wie so ein Hebel. Das heißt, ich muss auf jeden Fall da hoch. Ich könnte jetzt hier natürlich das Licht auch ausmachen lassen. Stehen bleiben! Was? Ja, der Mistkerl will an Bord! Lass dich kalt! Wer hat mit mir geredet? Alter, Alter, wo sind... Okay, es geht schon wieder los, ey. Scheiße, wir haben mich gesehen. Aber ich habe sie nicht gesehen, das ist das Problem. Das ist jetzt hier total schlecht. Da oben, guckt euch das an. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Verdammt, ey. Da bist du ja. Bleib jetzt da in dem Durchgang. Wen darfst du, Mistkerl? Einen habe ich. Da ist er! Wo ist der andere? Ich glaube, ich renne jetzt einfach mal durch. Was zum... Leute! Komm sofort raus, du Feigling! Oder hast du außer Hinterhalten nichts zu bieten? Da hinten sind die.
ist halt die Frage, wen haben wir denn hier oben? Gar keinen. Alter, da oben! Er ist da oben! Da ist er! Scheiße, Mann. Nimm das! Da, jetzt muss hier jeder Schuss sitzen. So. Wir sind aber trotzdem noch nicht. Ja, die hat doch eigentlich gesagt, ich sollte das doch ohne Blutvergießen hinbekommen, ne? Aber das ist überhaupt nicht machbar hier. Also ohne Blutvergießen funktioniert das nicht hier. Ganz einfach. Also ohne Blutvergießen. Gehen wir mal lieber hier in die Hocke. Okay, komm raus und stell dich wie ein Mann. Da haben wir noch einen. Beziehungsweise noch zwei. Gut. Komm her, Schleuder, wir müssen reden. Werden wir auch gleich. Reden.
Habe ich hier nicht einen erledigt von denen? Hey, du Versager! Komm raus, solange ich dich freundlich darum bitte! Oh, Leute, Leute, Leute! Ihr Banditen seid doch alle so. Erst greift ihr an, dann versteckt ihr euch, bettelt um euer Leben und schreit nach eurer Mami. Okay, hier wird's gefährlich. Da ist er. Hey, was? Nicht direkt, aber Leute, in den Durchgang! Niemand. Wir haben es aber noch nicht geschafft, Leute, ne? Also irgendwo. Warum versteckst du dich? Angst vor mir? Ah, gut. Da war der Nixon. Versager nennt er mich. Versager wäre ich, wenn ich hier draufgegangen wäre die ganze Zeit, aber ich habe euch ja hier eigentlich alle erledigt. Ich habe keine Ahnung, wo der andere ist. Der ist da drüben, oder? Leute, ich habe gar keinen Plan, wo hier das Boot sein soll. Aber erstmal muss ich mich hier um diese ganzen... Ich gehe erstmal weg. Was kann man jetzt hier stehen?
Da ist das Boot. Seht ihr das Boot? Wahrscheinlich. Was ist diese Hütte? Was ist das da? Leute, er ist da oben! Mist. Da ist noch einer. Oh, Scheiße, der hat er sich gerade weggeduckt. Jetzt nicht mehr. Kann sein, dass ich die jetzt hier alle erledigt habe, ne? Okay, hier oben gibt es auch nichts. So, ich traue mich jetzt mal das Licht anzumachen. Kann man hier durchfallen? Nee, kann man nicht. Ja, aber irgendwie, wie komme ich schon hier wieder raus? Also, wir haben uns ja noch nicht das ganze Schiff hier angeguckt, ne? Von innen, also beziehungsweise doch, hier waren wir schon. Was haben wir da? Da waren wir auch noch nicht, glaube ich. Sieht auch ganz interessant aus. Okay, jetzt gehen wir, nein, das wollen wir nicht. So, jetzt müssen wir quasi auf die andere Seite. Jetzt haben wir uns das hier angeschaut. Hier gibt es auch soweit nichts mehr zu holen oder nichts mehr Interessantes. Jetzt müssen wir quasi auf die andere Seite, wo wir die ganzen Kollegen da erledigt haben. Und das wäre dann hier sozusagen. Groß das hier alles ist, das ist ja echt der Hammer, ne? Okay, hier haben wir nochmal was. Dann haben wir hier eine Sackgasse. Der Sumpf sieht echt eklig aus, also da möchte ich auf keinen Fall drin baden. Und jetzt gucken, wie wir das Schiff bekommen, aber das Schiff ist bestimmt auf der anderen Seite. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier nochmal durch, sammeln hier ein, was wir einsammeln können.
Ich glaube, die Gegner haben wir jetzt alle hinter uns gebracht. Was das hier angeht. So, nur mal eine Leiter hoch. Da war einer schon vor mir da und hat alles geplündert. Wo sind denn eigentlich diese ganzen Leichen, die ich erledigt habe? Jetzt bin ich wieder hier, oder was? Boah, das ist ja ein Irrgarten, ey. Bin ich quasi wieder hier an der Stelle. Na gut, ja, wir müssen zum Kreuz. Alles Weitere interessiert uns jetzt mal nicht. Ja, da unten leuchtet das schöne Boot. Wahrscheinlich das sein, was wir brauchen oder auch nicht brauchen, keine Ahnung, um weiterzukommen. Haben wir hier noch irgendwelche Gegner? Haben wir nicht? Oder doch? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hier ist die Küche, hier wird was zu essen gemacht, aber es ist keiner da, das ist natürlich ganz gut, weil dann haben wir hier keinen Stress. Was sie sich hier bei diesem Spiel überlegt haben, ne, das ist schon der Oberhammer eigentlich. Ne? Also so wie groß das hier ist und man hier überall rumlaufen kann. Jetzt wird es langsam draußen schon hell. Okay, ich sehe, hier ist ein Hebel. Wahrscheinlich werden wir den jetzt betätigen. Das wird jetzt wohl Sinn machen. Weiß zwar noch nicht, wofür der da ist, aber das werden wir gleich rausfinden. Okay, was haben wir hier? Auch einfach nur so ein Durchgang. Bestimmt geht hier irgendein Tor auf oder so, wo ich dann mit dem Schiff rausfahren kann. Ja, wir werden den Hebel auf jeden Fall betätigen, ja. Das hat ja irgendeinen Sinn. Irgendwas ist jetzt aufgegangen. Naja, das bedeutet, wir müssen dahin. Das ist der Damm. Da werden wir auch gleich hingehen. Wenn wir mal gucken, wie wir runterkommen. Hier, von da sind wir hochgekommen. Da gibt es auch noch ein bisschen was zu mitnehmen. Neue Notiz überhaupt. Da waren wir schon. Ne, da waren wir noch nicht. Kiste mitnehmen. Gedrückt halten, Ladegerät. Ja, natürlich. Kennen wir ja auch schon. Wenn wir schon dabei sind. Das wollten wir ja nicht haben.
So Leute, ich wusste, hier ging es auch noch mal irgendwo lang. Irgendwas habe ich hier gesehen, das ist aber hier nicht der Weg zum Schiff. Also zum Boot sozusagen, sondern hier irgendwas anderes. Das ist aber jetzt hier völlig uninteressant. Ich muss jetzt dieses Boot finden und das war doch hier irgendwo. Das ist da, genau. Da ist das hier, wo diese Küche war. Haben wir hier noch was? Ne, haben wir nichts. Hier haben wir das Boot. Gut. Licht aus und paddeln. Nochmal gucken auf die Karte. Da lang. Was habe ich schon da gemacht? Genau, hier habe ich das Tor geöffnet. Moment mal, stopp. Ja, richtig. Also eigentlich müssen wir irgendwie nach rechts, ne? Da geht's aber nicht nach rechts. Stopp! Was haben wir da? Gar nichts. Okay, also dann da durch. Das sieht ja ganz toll aus hier. War's das jetzt schon mit dem Boot? Sieht wohl ganz so aus. Nein, jetzt bin ich reingefallen. Na toll. Hier liegt auch wieder einer. Also ich denke mal, mit dem Boot kann man hier auch gar nicht mehr weiterfahren. Das war's jetzt hier. Endstation. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir hier vorwärts kommen irgendwie. Ja, wie auch immer, keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Da liegt auch wieder einer. So, da gehen wir mal hoch. Was ist denn das hier jetzt? In der Luft oder? Das hat sich gelohnt, hier auf diesen Turm zu gehen, aber man muss ja ganz klar dazu sagen, wahrscheinlich wird es dann irgendwie wieder in so einen Saal geben zum Abseilen oder sowas, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier wieder die ganzen Treppen runterlatschen müssen. Also ich hatte da auch gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, natürlich, da gibt es ein Seil. Ist auch schon mal so ganz gut. Ein Seil da runter, okay. So, wo müssen wir denn hin eigentlich? Wir müssen eigentlich so nach links, da ist der Damm oder was auch immer da ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, Leute. Abseilen.
Oder da ist ein Typ, oder? Oder was soll das da sein? Ich hab keinen Plan, ey. Naja, das sind so zwei Raben, aber ach, der ist tot, der Kerl hier. Auf jeden Fall ohne Pfeile, ohne Hände hier, das ist auch schon mal gut. Ich höre die Geräusche hier wieder von irgendwelchen Tieren, ey, was ist das denn, Alter? Also runterfallen wäre hier überhaupt eine schlechte Idee. Ja, die Frage ist aber, wie geht's hier weiter, ne? Da unten rumrennt. Was ist denn das? Das ist ja unglaublich, ey. Das ist... Nein! Nicht runter... Nee! Scheiße, Alter. Gleich mal die Bombe vorbereiten. Ach, ja, diese Dinger, die habe ich ja ganz vergessen. Ja, der hat mich angegriffen. Wir hatten da mit mir gequatscht überhaupt, wer war das? Das Scheiße, wo bin ich hier? Wer hat denn hier mit mir gebabbelt, ey? Ich bin hier wieder in so einem Sumpf, ey. Sagt die Uhr, bin ich richtig oder bin ich nicht richtig? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich lauf einfach mal hier in diesem komischen Lager rum. Funktioniert nicht. Hat da einer geschossen jetzt oder was? Ach so, das war eine Bombe, die ich geschmissen habe. Ich hatte das auf Bombe eingestellt, ich habe gedacht, ich habe da ein Messer dran. Kann ich mein Messer immer wieder einsammeln?
Leute, das sieht hier aus wie ein Fahrstuhl. Schon mal so ganz gut. Wir gehen zum Fahrstuhl, so schnell es geht. Finde einen Weg auf den Damm. Ich muss einen Weg auf den Sumpf und zur Straße finden, denn zum Damm führt zuerst, schaue ich am besten bei der verlassenen Sägemühle nach. Die Stromversorgung der Sägemühle ist unterbrochen, ich muss den Generator finden und einschalten. Den Generator finden, na super. Wo soll ich schon hier den Generator finden? Jetzt muss ich hier in dieser Mühle hier auch noch den Generator finden, oder was? Also Leute, ey. Da ist doch der Generator, oder? Das sieht doch hier irgendwie aus wie so ein Generator, dann komm ich hier überhaupt nicht hoch. Aha, was haben wir hier? Okay, das ist schon mal, das hat schon mal nichts mit dem Generator zu tun. Das sieht aus wie so ein Generator hier. Jetzt soll ich hier den Generator suchen, oder was? Das ist doch hier ein altes Sägewerk hier, da liegen die Bäume, Baumstämme da drauf. Dann mal wieder den Fischer. Wo geht's denn hier lang? Das sieht doch aus hier wie ein Generator, oder? Da kann man aber gar nichts machen hier. Das ist der Generator neben der Stromversorgung. Das ist der hier. Ja, und jetzt? Alter,
ich kann diese Geräusche nicht mehr hören. So, hier waren wir auch schon, die Tür geht nicht auf. Kann man hier irgendwie hoch oder was? Was soll das hier sein? Das ist hier der Generator. Die komischen. Ich hab gar keinen Plan, wie ich jetzt da hochkommen soll, gell? Aber warte mal, ist da ein Duschgang? So, das heißt, ich muss irgendwie. Da ist der Generator. Da ist der Generator, Mann. Alter, wo ist denn dieses Scheißvieh? Ich sehe das gar nicht. Wo hast du mich entdeckt? Drecksvieh, Elendes, ey. Guck mal hier. Ja, zeig dich doch mal jetzt. Ich höre das hier ständig, aber es ist nirgendwo zu sehen. Guck mal hier. Da, du Drecksding. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier, schmeiß mal eine Bombe rein. Weg hier mit euch. So. Also hier weiß man ja wirklich nicht. Ah, oh, jetzt auch noch in den Sumpf gefallen, ey. Also hier weiß man ja wirklich nicht, wo vorne und hinten ist, gell? Also. Ja, jetzt müssen wir erstmal den Strom einschalten. Bestimmt. Jetzt zum Aufzug.
kommt noch so ein Scheißding. Wir sind aber immer noch nicht beim Damm, ne? Was haben wir denn hier jetzt? War das eine Pflanze, die mich hier gestochen hat, oder was? Bin jetzt komplett benebelt. Okay, jetzt geht's mir wieder besser. Der Aufzug wird wieder mit Strom versorgt. Jetzt wird es Zeit, dass sich die Steigen. Dort befindet sich eine Seilrutsche, die die Sägemühle mit dem Tunnel zum Damm verbindet. Okay, eine Seilrutsche. Ja, Leute, wir sind gleich beim Damm. Damm, 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 Damm. Zum Mitnehmen gibt es hier nichts, außer ein paar Stiche von irgendwelchen Pflanzen hier, die es auf einen abgesehen haben. Ach, geht mir statt die Nerven, ey. So, und jetzt Tür einkicken. Ist dir die Sprache verschlagen, dass du nicht mehr anklopfen kannst, hä? Wie der Lehrmeister schon sagte, die Höflichkeit unterscheidet uns von Banditen und anderen Tieren. Moment mal, du bist einer von uns. Also ein Bandit? Siehst gar nicht so aus. Aber bei diesen Banditen weiß man ja nie. Jeden Tag irgendein anderer Scheiß. Habe ich recht oder was, Senja? Sie haben immer recht, Herr Admiral! Der spricht halt hier mit Klappe, Toten, deine Nase ist schon braun genug. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Bandit. Nun, du bist hier. Und das bedeutet, dass all diese rückgratlosen Würmer und Möchtegern-Piraten tot sind. Habe ich recht? Du brauchst nicht zu antworten. Wir wissen alle, dass ich recht habe. Und tschüss, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir ihm unsere Gastfreundschaft anbieten, Herr Admiral. Ein Gast, obwohl er ein Bandit ist. Ha, kein schlechter Gedanke. Nimm Platz, Bandit. Lass uns etwas Tee trinken. Ich wette, so etwas hast du noch nie getrunken. Habe ich selbst gesammelt, getrocknet und gekocht. Von diesem wertlosen Haufen kann man ja keine Hilfe erwarten. Wenigstens essen sie nicht viel. Was, Jungs? Ja! Wir geben unser Bestes, Herr Admiral! Ah, spart euch das Gelaber! Machen mehr Lärm als die verdammten Aquas in der Brunft. Vor unserem Gast haben sie auch keinen Respekt, er kommt ja gar nicht zu Wort. Ignoriere sie einfach. Auf unser Treffen. Das ist mal ein guter Tee. Die pingeligen Landratten trinken ihn allerdings nicht. Strahlung, Strahlung! Strahlung am Arsch! Sieh uns nur an! Wir sind so gesund, wie wir nur sein können. Danke fürs Herkommen. Siehst du, wie fröhlich meine Jungs sind? In letzter Zeit haben wir hier niemanden mehr zum Reden. Sie sind alle Man hat uns völlig vergessen. Selbst Roman hat uns vergessen. Er war allerdings hier, als wir diese Basis gebaut haben. Daran können sich noch alle Jungs erinnern. Ist doch so, oder? Ja, er war hier! Also... Kann mich daran erinnern. Aber wenn man in so einer Situation steckt, wie der da... Schon gut, Jungs. Ihr könnt euch alle erinnern. Aber diese Mistkerle haben es einfach dann vergessen. Dann ist man richtig am Arsch. Und die anderen Landratten auch. Und wir haben alle vergessen, dass wir sie hier mit unserem Leben verteidigen. Anfangs waren sie alle total glücklich darüber. Sie riefen, wir werden alle Banditen umbringen. Die Pioniere sind Feiglinge. Der Lehrmeister hatte nicht recht. Wir sind besser oder greifen an.
Haben sie doch, oder Jungs? Ja, haben sie! Sie haben gerufen, bis sie heiser waren. Ja, lauter als diese Banditen, die wir erschossen haben. Da, bitte! Meine Jungs können sich daran erinnern. Und die da nicht. Man konnte immer auf sie zählen, wenn es darum ging, die Pioniere zu beschimpfen. Ja. Aber wenn es hart auf hart ging und die Aquas zu Hunderten angriffen, klangen sie plötzlich ganz anders. Oh, Strahlung. Oh, das ist gefährlich. Oh, und die Mädchen sagen, der Lehrmeister hätte behauptet, wir sollen von hier verschwinden. Tja, die Aquas zu bekämpfen macht eben nicht halb so viel Spaß, wie Banditen an Pfählen aufzuhängen. Die Banditen kann man ausrauben, wenn man sie umlegt. Aber die Mutanten haben nichts, wofür sich das Filzen lohnt. Wen juckt es also, wenn sie das ganze Tal auffressen? Hm? Das sind einfach nur armselige Ratten. Jetzt ist es auch ein bisschen zu spät, auf den Lehrmeister zu hören. Diesen Ratten ist es auch egal, ob sie auf den Lehrmeister oder auf die Mädchen hören, solange sie dadurch die Möglichkeit haben, den Schwanz einzuziehen. Okay, Kollege, jetzt hast du genug gequatscht. Ich sag mal tschüss, gell? Ich könnte dich quasi auch rumlegen, oder was? Nee, das mache ich nicht, komm. Der hier im Rollstuhl mit den Leichen am Tisch redet und so, der kann ja niemandem was... Kann ja niemandem was antun. Also, mach's gut, gell? Und die Zeiten werden wahrscheinlich irgendwann mal besser für dich. Ich glaub's zwar nicht so ganz, aber... So, ich gehe jetzt mal hier hoch. Und guck mal, was da oben auf mich wartet. Wahrscheinlich diese Seilrutsche, wo wir zum Damm kommen. Gehst schon. Dann hau ab. Dann bist du nur eine Ratte. Genau. Wie die anderen. Aljoscha, bitte kommen. Wir kommen langsam voran. Während die Strecke repariert wird, habe ich zwei Männer geschickt, um Annas Medikament zu suchen. Katja hat herausgefunden, wie es heißt. Aber es war experimentell und vom Militär noch obendrein. Es ist definitiv nicht in einer Dorfapotheke zu finden. Es reicht nicht, wenn diese schon vor 20 Jahren geblieben sind. Sollen sie doch zur Hölle fahren, dann haben wir hier Ruhe und Frieden. Ja, Ruhe und Frieden, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist meine Truppe. Na, dann auf Ruhe und Frieden. Der quatscht immer noch weiter da unten, das ist unfassbar. Gut, Leute, wir sind bei der Seilrutsche und wir werden das auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich zu unseren Leuten hier zum Damm drüber gehen. Aber jetzt werden wir erstmal abspeichern. Das machen wir auf jeden Fall. So, das Gameplay ist heute für hier beendet. Ich denke, es hat Spaß gemacht, hier zu schauen, wie das Game hier weitergeht. Es ist ein richtig gutes Game, ich spiele das gerne. Ja, und wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal hier gucken, was uns hier am Damm erwartet, wenn wir hier rübersaalen sozusagen. Dann kommen wir hoffentlich wieder zu unseren Leuten, die bei der Aurora sind sozusagen, unsere ganze Crew. So, gerne liken, kommentieren und abonnieren. Vielen Dank und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.